Wir führen die Bereichssicherungssäge gleich mal fort. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Schneemobil. Oh, wir haben zwei Hawkeyes. Einen Doktor und einen stinknormalen. Was sagst du denn dazu? Ist bestimmt so ein Fan von dir, der sich jetzt auch so nennt. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Ja, dickes Ding, geh weg. Sein wunderschönes böses Auge ist bereit. Ist cool, dass wir die Wand aufreißt. Spiel, häng doch nicht. Immer in Ruhe nachladen. Magazinwechsel! Sieht echt Ruhe weg beim Nachladen. Die Drohne der Gegner hat den Fahrgutbehälter lokalisiert. Ich setze das Gerät ein. Gerät wurde platziert. Termit macht auf. Nö, nee, macht er nicht. Maverick haben sie. Oh. Naja, das ist nicht so schlimm. Zumindest nicht hier, noch nicht. Termit probiert's nochmal. Ich guck von hinten durchs Fenster. Dann habe ich Ruhe vom Türchen. Gelben Ping ist jetzt jemand rechts zugerannt. Weiter rechts vom Gelben. Also ich sag immer nur an, wenn jemand da ist, nicht, dass du drauf schießen musst. Ich sag nur an. Keine Verpflichtung. Ein Gegner verbleibt. Soll ich mal dein Fenster aufmachen? Nein. Gibt's ein paar auf die Nuss. Zwei Hawkeyes, das ist echt komisch. Ich sehe ihn nicht mehr vor der Garage, er geht womöglich woanders rein. Na, okay, doch nicht. Immer noch am gelben Ping. Wenn ich pingen würde. Hä? Warum geht das nicht mehr? Er ist irgendwo anders aufgemacht worden. Meine gelbe Farbe ist alle, jetzt geht das. Stapft jemand in der Nähe über uns, glaube ich. Ja, der kommt von hinten, der kommt von hinten. Okay. Von da. Von Seite? Da, von okay. IQ ist es. Kannst du da auf die Tür gucken? Mit dem bösen Auge? Nee. Okay. Also Kite deckt oben die Treppe ab zum Kamin. Ja, die ist ja, hier sie kommt am Holz. Ja, also an der Tür, gelber Ping, wo du gesagt hast. Gegner, oh, das Bein. Missionserfolg. Mach's nicht ab. Das war doch ihr Hintern. Nee, das war der Knie. Das Knie. Hier haben sie Baden. Alle nehmen Splittergranaten mit. Kann man denn mal noch spielen? Falls Keller. Keiner hat ausgewählt.
Rekrut? Hallo? Jetzt Termit weg. Oh, Kacke. Was denn jetzt los? EMP-Mann auch. Jetzt geht's schief. Na, was? Wer ist weg? Okay. Der Rekrut. Hawker hat ihn. Wenn sich alle unschlüssig, wer was nimmt. Vor allem haben auch alle schön lang gewartet, damit sich keiner auf den anderen einstellen kann. Ich habe mich auf Termit eingestellt. Ah, Fuse geht immer. Ich guck oben. Grabschwarm, sie macht die Luke zu. Ich stehe einfach mal vor der rum. Boss checkt mir den Hintern zu. Geil. Wo? Da hinten? Komm ich da nicht hin. 10 Sekunden bis Einsatz. Ja, jetzt ist er auch schon. Vielleicht kommt sie noch zu mir. 5 Sekunden. Na, es war bloß der Läsion. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Frost zeigt mir den Hintern nicht mehr. Nicht an ihrer Stelle auch nicht. Sehe ich anders. Ich gehe mit Jack mit, weil Grabschorn, dann wird er gegrabscht. Das könnte blöd enden. Jack ist das. Im Bad ist jemand Jack, oder? Bad rausgerannt. Aktiviere die Elektronik. Hier ist ja offen. Okay, da ist er. Geräte werden ausgeschaltet. Brennereinsatz vorbereitet. Bis mal deaktiviert. Ich deaktiviere mal die Gegner. Rüstungspaket, na toll. Okay, okay. Das wackelt aber. Getroffen habe ich jemanden. Verletzungsassistent. Ich fahre mit der Drohne mal vor. Okay, bei dir sieht's sauber aus, Frau Frostmatte. Alibi-Hologramm vor dir, aber keine Matte. Ja, am Fenster. Weiß. Ich hab meine Kamera da. Ich hab sie noch nicht gefunden. Okay, jetzt ist er verletzt. Was? Neben der Küche. Rot markiert. Ist unten bei dem. Ach da! Oh! Ja. Ich hab die Markierung auch zu spät gesehen. Fast tot ist sie. Kaum noch Lebenspunkte. Mist. Sie rennt dazwischen den Räumen. Gegner neutralisiert. Eigener Trupp erfolgreich. Gar nicht. Jetzt liegt sie da. Gerade noch rechtzeitig. Bibliothek. Klappt immer gut. Ja, aber nicht mit Rekruten. Gerne machen gleich sofort. Schon in der Vorbereitung zu Hause stellen. Weil Sahnepudding. Weil Kopfschuss. Okay, warum nimmst du denn die Schrotflinte? Warum? Ist das eigentlich dein zweiter Account? Den Raum
barrikadieren. Ja. Wir müssen. Cool. Spiel mit zwei. So, jetzt kannst du hier. Ich werfe den Köder. Ich muss nachladen. 10 Sekunden. Setze Willkommensmatte ein. 5 Sekunden noch. Ich setze den Köder ein. Die Gegner konnten den Biogefahrgutbehälter nicht finden. Ah, wird die Kamera schon gepiu-piut? Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Zugang verbarrikadiert! Auf dem Boden. Vorsicht, Tür geht auf, Gabba Ping Helipad. Hier? Fenster, Ding da. Da schmeißt jemand einen Müll rein. Kamera. Ja. Fenster neben dir. Oh, ich wurde entdeckt. Oh. Schnell, komm mal zu. Nein, nein, okay, mach ich nicht. Die haben den Leon, klar. Feind überlistet. Feindlicher Scan steht an. Ich starte die Uhr. Wenn mein Kamintrepp hochkommt, sehe ich das. Nein! Scheiße! Mann! Ich sehe es aber trotzdem. Feindliche Drohne nähert sich. Da ist eine Granate vor dir. Was macht denn der? Oh. Das ist ein Idiot. Nitro! Ich springe jetzt! Die Gegner sichern den Behälter. Ja, ich sag den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Bitte? Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Feind überlistet. Jawohl. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Hat bestimmt aus Versehen neben des Gegnerischen geschossen. Dass ich da die Tür zugemacht habe, wo ich letztendlich dran gestorben bin, das war schon bewusst, weil ich habe keinen Bock, wenn da jemand auf die Terrasse kommt, dann bin ich in der Ecke eingesperrt. Und der anderen Ecke gegenüber war es auch kacke. Bibliothek ist wirklich schwierig, also wo man sich da hinhockt, bin ich noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Vielleicht wird das noch, aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.